Ich glaube, dass die Geschichte, die wir jetzt gemacht haben, optisch natürlich sehr viel interessanter ist als das, was vor 7 Jahren war. Es geht hier darum, eine Persönlichkeit herauszuschälen aus der Fotografie. Das ist das Spannende. Beim ersten Mal vor 7 Jahren, da mussten ja die 10 Mädels und Jungs, die mussten ja alle auf ihrem Bett sitzen. Also da gab es eine sehr strenge Vorgabe, was die Lokalität angeht. Geändert hat sich natürlich insofern etwas, dass aus den Kindern Erwachsene geworden sind. Da ist natürlich ein Riesensprung zwischen 13 und 20. Ne? Ich habe mir natürlich das Heft wieder rausgesucht und habe die Geschichten der einzelnen Personen gelesen. Also man muss sich schon auch inhaltlich natürlich vorbereiten auf das, was man macht. Aber eigentlich hat mir das jetzt sehr viel mehr Spaß gemacht als vor 7 Jahren. Weil die Individualität der Leute natürlich viel komplexer ist als mit 13. Ne? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ist es jetzt besser? Ja, super. Ich habe ja jetzt nach den 7 Jahren, kenne ich ja die Geschichte dieser Leute. Also die Geschichte zumindest bis zu dem Datum, wo sie 13 waren. Und wenn man dann jetzt hingeht zu ihnen, dann erkundigt man sich ja, was ist aus den Plänen geworden? Willst du immer noch Busfahrerin werden oder willst du immer noch was mit Musik machen? Oder willst du Architektin werden? Und bei allen hat sich das absolut verändert. Also keiner von denen will jetzt noch diesen Beruf ausüben, den man mit 13 im Kopf hatte, als große Idee. Das war auch ganz interessant zu erfahren. Gerade stehen. Carina, gerade stehen. Die größte Überraschung ist die Carina, die auf dem Cover sein wird, als einzige Frau. Sie war wirklich ein 13-jähriges, zwar sehr aufgewecktes Mädchen, aber man sah ihr die 13 Jahre an und sie ist eine bildhübsche Frau geworden. Also die hat die größte Veränderung durchgemacht. Bei den Männern ist es der Josef, der aus Ravensburg kommt und auf dem ersten Foto auf seinem Bett sitzt mit Boxhandschuhen vor dem Gesicht und im Hintergrund ein Plakat mit einer sehr schönen nackten Frau. Und der ist ein großer, kräftiger, sehr gut aussehender junger Mann geworden, der auch genau weiß, was er will im Leben. Also diese beiden sind mir besonders aufgefallen. Natürlich bleibt das Aktuelle mehr im Gedächtnis, weil es sind ja jetzt, ich habe ja jetzt Persönlichkeiten fotografiert. Also ausgewachsene Persönlichkeiten, das waren sie natürlich mit 13 nicht. Und ich würde das gern in 10 Jahren nochmal machen. Die Frage ist nur, ob ich dann noch hier bin.